Mittelfranken, Heimat amerikanischer Soldaten aus Kasernen bei Bad Windsheim und in Ansbach. Our team is called USG Ansbach Soccer Team. It's the team made up of the American community players based here in Ansbach. So we put up a team together with soldiers and civilians, and we play games throughout the year. And playing with our German neighbors is a wonderful experience. Rund 40.000 Soldaten der US Army sind derzeit an verschiedenen Standorten in Europa stationiert. In Ansbach sind schon seit vielen Jahren amerikanische Truppen. So ist es ganz normal, dass sie sich in den Alltag Mittelfrankens einklinken, wie hier bei einem Fußballturnier des SC Königshofen an der Heide. I like Germany a lot. There's a lot of places to go visit. There's I love that there's soccer fields everywhere and that the soccer is so popular here because it's not as popular in the United States, but it's getting more popularity. The people are really nice. I like it when we get invited to play against other German teams because it's a lot of fun. You guys always have food and drinks afterwards, so it's a lot of fun. Oh, I love it. Yeah, it's a beautiful country. People are very friendly. I've been here for 2 years now and I've enjoyed every minute of it. Yeah, it's very nice. Ansbach is nice. It's very nice. I like the small cities that I see around, the people, just the architecture in general. Fußball, Wildwasserfloßfahrten, auch Kurse zur Kultur Frankens und Bayerns. Vielfältig ist das Angebot der US Army für die hier stationierten Soldaten. In Mittelfranken gibt es überall noch viel historische Bausubstanz. Genau richtig, um den Lebenstraum von Christina Ehrentreich wahr werden zu lassen. Die junge Frau lebt in einem Turm. Wir sind hier in meinem kleinen Stadtmauerturm. Der hat insgesamt 28 Quadratmeter, verteilt auf zwei Ebenen. Und hier ist sozusagen meine Küche, mein Bad und mein Essbereich mit einem kleinen Tisch, den man ausklappen kann. Und ich wohne hier seit insgesamt 4 Jahren. Winziges Bad, winziger Treppenaufgang, was halt so Platz hat auf nur 28 Quadratmetern Gesamtwohnfläche. Damit ich ja alle Möbel passgenau reinbekommen kann, habe ich mir einen Plan gezeichnet mit den Breiten der Wände und so weiter und habe dann die Möbel entsprechend gekauft. So zum Beispiel mein Schrank, der hat entsprechend die Höhe, dass er hier reinpasst. Und auch das Schränkchen da hinten ist in die Ecke extra eingepasst worden. Und das Schränkchen hier oder dieses Sideboard habe ich mit Rollen versehen, sodass man es auch beweglich schieben kann, um gegebenenfalls mehr Platz zu schaffen. Es ist total gemütlich. Also man hat hier wirklich ganz süße Ecken, wo man einfach sich gern aufhält und gern die Zeit verbringt. Ja, also es gibt ganz viele, die schauen ganz interessiert rein, wenn ich gerade die Tür aufmache und sie laufen vorbei, dann spitzen ganz viele rein. Da waren zum Beispiel im Sommer mal Touristen da, die haben auch ganz neugierig reingespitzt. Da habe ich sie einfach mal eingeladen, dass sie mit reinkommen und sich das alles mal anschauen. Da habe ich spontane Führung gegeben durch den Turm. Ja, dadurch, dass ich einen Rapunzelzopf am Turm hängen habe, der schon ganz lang dort hängt, rufen manchmal Kinder auch: Rapunzel, lass dein Haar herunter. Also ist ganz, ganz süß eigentlich. You're gonna take my hand.
Hier sind wir auf dem Hesselberg. Mit 689 Metern ist er die höchste Erhebung in ganz Mittelfranken. Die Gegend um den Hesselberg war schon in der Steinzeit besiedelt. Heute ist der Hesselberg ein Naherholungsgebiet. Am Fuße des Hesselbergs befindet sich eines der derzeit architektonisch innovativsten Gebäude in Bayern, das Limeseum. Der Limes zieht sich über viele Kilometer durch das südliche Mittelfranken. Das Besondere an dem Gebäude erklärt der zuständige Architekt. Es gibt im Prinzip zwei wesentliche Dinge. Das Wesentliche, was uns bei unserem Entwurf eigentlich inspiriert hat, ist die Landschaft. Wir sind hier in einer Landschaft, die ist einzigartig. Man sieht den Hesselberg, man sieht in der Richtung das Kastell, das Römerkastell. Und für uns war es wichtig, ein Museum zu bauen, das eigentlich, ich sag mal, auch aus der Ausstellung raus immer mit der Landschaft kommuniziert. Das heißt, ich bin im Museum, ich sehe bestimmte Dinge. Ich sehe das Modell des Kastells und kann es letztendlich mit der Landschaft oder mit dem Kastell vor Ort, das ich jetzt nachgebildet sehe über diese Hecken, erkennen und mir diese Ausstellungsinhalte verknüpfen. Vom Römerkastell ist kaum etwas übrig. Ein paar Steine der Mauer, ein alter Holzbalken. Im Limeseum bekommt man daher vor allem einen allgemeinen Überblick über die Römer und ihre Kultur. Draußen vor dem Museum ist in einem Modell das ehemalige Römerkastell von Ruffenhofen nachgebildet. Es hatte eine Ausdehnung von rund 40.000 Quadratmetern. Eine römische Reitereinheit war hier einmal stationiert. Neben der militärischen Bedeutung war das Kastell vor allem ein Wirtschaftsfaktor. Schließlich brauchten die Soldaten einiges für den täglichen Bedarf. Vom Hesselberg nach Altmühlfranken. Das ist der Teil Mittelfrankens, der entlang des Flusses Altmühl liegt. Wir sind in dem putzigen Städtchen Ornbau. Ornbau ist eins von den kleinsten Städtchen in Bayern, und zwar das fünftkleinste mit seinen 1600 Einwohnern. Ornbau ist angenehm zum Leben und Wohnen, bietet also viel Lebensqualität und wir sind sicher. Wir sind eine der sichersten Kommunen Bayerns. Hier kann man viermal so sicher leben wie im Rest von Bayern. Die letztjährige Kriminalitätsstatistik hat das ganz deutlich gezeigt. Es war hier eine große Verbindungsstraße, die kam aus der Nürnberger, der Rotenburger Richtung und geht nach Süden, Richtung Oettingen, Nördlingen, Augsburg. War auch Teil einer Salzhandelsstraße, aber auch zugleich die Öffnung für die Bauern, die hier aus ihren Wiesen, aus den Weidenwiesen hier kamen. Wir haben ja eine Brücke, die vom Typ Regensburg ist. Es gibt ganz wenige dieser alten Brücken mit diesem mächtigen Torbogen über die Altmühl, geht in die Stadt hinein über das große Stadttor. Dieses Stadttor war immer besetzt mit einem Wächter, mit einem Turmwärter, der dann auch mal kassieren konnte, der die Losung, wenn man nachts spät kam, die man wissen musste, um hereingelassen zu werden, dann abnahm und so weiter. Von daher war das ein ganz wichtiges Tor. Kleine Orte mit Stadtrecht gibt es immer mal wieder in Mittelfranken. Die Stadtburg Bernheim etwa hat gerade mal 2.900 Einwohner. Ein
Eine architektonische Besonderheit in Ornbau ist die Kirche St. Jakobus. Schon allein deshalb, weil sie sich als moderne Kirche von den meisten anderen Gebäuden im Ort abhebt. Nichts Besonderes ist der Storch hier. Gibt es immer mal wieder im ländlichen Mittelfranken. Was ganz sicher dazugehört, zu jedem Ort in Mittelfranken, ist die Kerwa. Es gibt sie als riesiges Fest, wie etwa die Michaeliskirchweih in Fürth oder als Bergkirchweih in Erlangen. Oder aber klein und fein wie hier in Steindl, Landkreis Roth. Der Ort hat irgendwo um die 80 bis 100 Einwohner. Heute sind sie ziemlich alle dabei bei der Kerwa. Ja, das Hirtenmadler, das tanzen unsere Kinder. Und das Hirtenmadler, das haben also schon die Großeltern überliefert. Und das ist ein Tanz, der also wirklich schon von früherer Zeit her ist. Und wir denken also, dass das natürlich mit dem was zu tun hat, dass er früher das Hirten gegeben hat. Und da ist halt der Tanz daraus entstanden. Und deswegen tanzen die Kinder das Hirtenmadler. Alle machen mit beim Tanz. Nun, fast alle jedenfalls. Also der Kili ist mein Freund. Der Lorenz, der hat nicht mehr mitgemacht. Der wollte nicht mehr mitmachen. Ja, und sonst waren das eigentlich alles. Also wir waren schon mal im Nürnberger Zoo. Und dann haben wir schon mal in Steindl was gemacht. Und wie lange sind die Einzelnen schon dabei? Fünf Jahre. Drei Jahre. Die Tänze sind die gleichen Tänze, wie wir Erwachsenen auch machen. Und wir lernen es halt jetzt den Kindern, dass sie irgendwann, wenn sie erwachsen sind oder älter sind, bei uns mittanzen können. Das Tanzen hält die Dorfgemeinschaft zusammen. Was für die Kinder gilt, gilt auch für die Erwachsenen. Zudem sind das Tanzen und die schwarz-weiße fränkische Tracht ein Teil Kulturpflege. Die Zigeunerpolka wird, denke ich, schon hier in Mittelfranken überwiegend getanzt, so wie alle mittelfränkischen Tänze. Also das sind schon hier in dem Bereich eben die Polka und der fränkische Tanz, der ist schon hier beheimat. Kerwa in Steindl, ein Stück Lebensfreude. Wir bleiben im südlichen Landkreis Roth. Wenige Kilometer von Steindl entfernt sind alte menschliche Spuren aus der Hallstattzeit zu finden. Grabkammern, mehrere tausend Jahre alt. Was man in der Gegend an wertvollem vorgeschichtlichem Schmuck fand, ist heute in einem Museum in Thalmessing zu sehen. Den südöstlichen Grenzposten Mittelfrankens in Richtung Altbayern bildet die Stadt Greding, wobei das mehr politisch als kulturell zu sehen ist. Greding mit seinen fast 7000 Einwohnern gehört zu Mittelfranken. Ist man einmal vor Ort, so hat die Alltagssprache aber meist eher einen altbayerischen Klang.
So oder so aber ist das Zentrum von Greding sehr hübsch. Sicherlich einer der schönsten Ortskerne in Mittelfranken, wenn nicht in ganz Bayern. Wenn eines typisch ist für viele Gegenden von Mittelfranken, so sind es die endlos scheinenden Kiefernwälder. Von nah, von fern, fast egal, wo man in Mittelfranken mit dem Auto herumfährt, die Kiefer ist nie weit von der Straße entfernt. Die Kiefer, die Wälder hier prägt in diesem Raum, wäre von Natur aus eigentlich hier nicht verbreitet. Von Natur aus wären es großflächige Eichenwälder mit Hainbuchen, Eschen, Ahornen, Erlen, aber ganz, ganz wenig Kiefer. Die Kiefer wäre auf die ganz extremen Waldböden begrenzt. Hier findet man jetzt auf großer Fläche Kiefer und das hat mit der Nutzung zu tun, die im Mittelalter ganz intensiv war. Das Reichskleinod, die Freie Reichsstadt Nürnberg, hat enorme Holzmengen gebraucht. Zum Bauen, aber vor allem auch zur Energieversorgung. Und diese intensive Nutzung der Wälder hat dazu geführt, dass letztlich hier große Kiefernforste künstlich entstanden sind. 1368 hat einer der Ratsherren von Nürnberg die Nadelholzsaat erfunden, also was ganz Revolutionäres, das Ansehen, das Nachziehen von Bäumen, eigentlich der Ursprung einer geregelten Forstwirtschaft hier im Nürnberger Reichswald. Und damals hat man auf großer Fläche, nachdem die Böden arm waren, verarmt waren durch die intensive Nutzung, hat man hier Kiefern gesät und das sind die Kiefernwälder, die wir heute eigentlich noch kennen, stammen aus dieser Zeit. Inzwischen bemüht man sich aktiv, die Kiefernwälder wieder in einen Mischwald zu verwandeln. In einen Zustand, wie es ihn eigentlich schon immer hätte geben müssen, bevor sich die Kiefer auszubreiten begann. Für die Kiefer war das natürlich ganz optimal, in Anführungsstrichen, diese intensive Nutzung. Im Mittelalter, das hölzerne Zeitalter, konnte aus dem Wald alles gebraucht werden. Von der Nadel bis zum Stamm, bis zur Wurzel. Es wurde also sämtliche Nährstoffe aus dem Wald abtransportiert, inklusive der Nadeln beispielsweise, die als Einstreu in den Viehställen dringend notwendig gebraucht wurde. Das zusammen mit der Ausgangssituation, dass wir hier im Nürnberger Becken sandige Böden haben, nicht so nährstoffkräftige Böden haben. Und die Nährstoffverarmung dazu führt dazu, dass das Bedingungen sind, die der Kiefer ausgesprochen entgegenkommen. Also das Alter hier an Nadelbäumen, wie bei dieser Kiefer, lässt sich sehr schön feststellen, indem man die Quellabstände einfach abzählt. Also die Abstände zwischen den Hauptästen, die hier an der Kiefer schön zu sehen sind. Hier ist ein Jahresquell, da oben ist ein Jahresquell, das dazwischen ist ein Jahrestrieb. Und wenn man die von oben runterzählt, dann kommt man zum Alter dieser Kiefer. Wenn wir oben anfangen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Im unteren Bereich wird es etwas schwieriger. Die Kiefer wird hier im Ganzen so um die 15 Jahre alt sein. Von der schönen Natur zur schönen Kultur Mittelfrankens. Wir sind beim Fränkischen Sommer. Eine Konzertreihe mit jedes Jahr so um die 50 Veranstaltungen an kleinen und großen Spielstätten in ganz Mittelfranken. Heute wird in der Ansbacher Residenz der Liederzyklus Die Winterreise von Franz Schubert gegeben. Thank you.
Der Fränkische Sommer ist eine Einrichtung des Bezirkes Mittelfranken mit dem Ziel gegründet, vor etwa 20 Jahren, dass auch jenseits der Zentren Hochkultur stattfinden kann. Mittelfranken ist ja eine sehr große Region, eine im westlichen Bereich ländlich geprägte Region. Und die Idee, dass man zu den Menschen hin Kunstmusik, hohe Kunstmusik trägt, finde ich eigentlich ganz super. Meine Idee ist es eben gewesen, eine Persönlichkeit, die durch Leben und oder Werk in Mittelfranken von Bedeutung ist, diese Person in die Mitte zu stellen, quasi als eine Art Mottogeber. Das wird sehr ersichtlich im nächsten Jahr, da haben wir Friedrich Rückert und damit haben wir ein Dialogpaar Musik und Literatur und alle Konzerte werden sich aus diesem Fundus speisen. Rückert war Orientalist und Literat. Ich glaube, damit ist es plakativ sehr schön bewusst. Und die Idee, im 20. Jahrhundert zu beginnen, speist sich einfach aus der Idee, dass wir aktuelle Musik machen wollten und einfach zeichenhaft sagen, wir sind neu, wir wollen was Neues und wir wollen neue Publikumsschichten erreichen. Der Mottogeber unseres ersten Jahres war Richard Lindner. Richard Lindner ist neben Dürer oder nach Dürer der zweitbedeutendste Maler Nürnbergs, der weltweit mit Nürnberg in Verbindung gebracht wird. Er war mir und auch vielen Personen, die ich kenne, nicht bekannt. Und das war für mich ein Anlass, ihn zu nehmen. Mittelfranken ist auch Hopfenland, vor allem in der Gegend der 5000 Einwohnerstadt Spalt. Der Spalter Hopfen ist über die Region hinaus ein Begriff. Die Gegend um Spalt ist altes Hopfenanbauland. Schon im Jahre 1538 erhielt Spalt als weltweit erster Ort überhaupt ein Hopfensiegel, verliehen durch den damaligen Herrscher, den Fürstbischof von Eichstätt. Typisch für die Hopfengegend bei Spalt sind auch sehr hohe Häuser zum Trocknen und Lagern des Hopfens. Das sogenannte Mühlreisighaus ist ein stummer Zeuge aus früheren Zeiten. Typisch für das Haus sind die gebrochenen Steilsatteldächer, wie der Fachmann sagen würde. Was im Wesentlichen bedeutet, dass man durch in unserem Fall ganze 6 Dachgeschosse in nur einem Haus den nötigen Platz fand, um große Hopfenmengen zu trocknen und zu lagern. Holländische Königshochzeit und die Schärpe des Bräutigams kommt aus Weißenburg in Mittelfranken. Kein Zufall hat doch handwerkliche Feinarbeit eine lange Tradition in der Gegend des fränkischen Seenlands. Wir sind zu Gast in der Spitzenklöppelschule Abenberg. Im 16. Jahrhundert waren die Schwestern im Kloster Marienburg ansässig und die haben die ersten Spitzen hier in Abenberg geklöppelt. Und durch die Patriziertöchter, die hier im Kloster unterrichtet wurden, kamen auch feine Spitzen ins Kloster, weil deren Väter, die hatten Handel betrieben in Italien. Mailänder Spitzen, venezianische Spitzen, so kamen die feinen Spitzen auch hier nach Deutschland und nach Abenberg. Und die Klosterschwestern, die haben diese Spitzen weitergegeben, weiter unterrichtet hier in Abenberg. Um 1800 rum wurde dann das Kloster geschlossen und dann wurden die Spitzen nur noch von Generation zu Generation weitergegeben und haben dadurch an Qualität verloren.
Es haben sich Fehler eingeschlichen, Nachlässigkeiten in den Mustern. Und so hatte man sich dann entschlossen, um 1900 herum eine Schule zu gründen, um die Qualität der Spitzen wieder zu heben. Die Klöppelschule in Abenberg ist ziemlich einzigartig. Eine weitere Einrichtung dieser Art gibt es nur noch im Ort Nordhalben in Oberfranken. Die Abenberger Klöppelschule hat im Laufe ihres inzwischen 100-jährigen Bestehens schon verschiedene Medaillen bei Ausstellungen gewonnen. Hier war ja letztendlich die leonische Industrie ansässig. Und man hatte entdeckt, dass man also mit diesen Gespinsten und dem Plätt, dem Lahn, Spitze klöppeln kann. Die Sachen wurden weltweit exportiert. Man verwendet sie also in Trachten. Man hat sie auf Radhauben, an den Bodenseeradhauben. Man verwendet sie in der Paramentengeschichte. Also vielfältige Sachen ist mit dem Goldspitzen entstanden. Heute ist das Klöppeln längst kein Beruf mehr, dafür ein recht exklusives Hobby. Klöppelkurse werden von der Volkshochschule angeboten und für alle, die sich mehr für die Geschichte als für die Gegenwart des Klöppelns interessieren, sei noch erwähnt, es gibt in Abenberg auch ein Klöppelmuseum. Also ich war mal bei meiner Freundin und die hat mir erzählt, dass sie klöppelt. Und dann bin ich halt auch mal hingegangen und seitdem mache ich das und es macht richtig Spaß. Ich übe jetzt jeden Abend, also da klöppel ich dann jeden Abend und einmal in der Woche gehe ich dann in die Klöppelschule. Also ich habe ja als Kind auch schon geklöppelt, habe dann aufgehört, weil ich keine Zeit mehr hatte. Und wie die Tochter jetzt vor ein paar Jahren wieder angefangen hat, hat mich das Klöppelfieber auch wieder gepackt. Und dann habe ich meine alten Klöppelsachen wieder ausgepackt, die ich noch daheim hatte und habe dann gleich wieder losgelegt. Das ist wie Fahrradfahren, man verlernt es einfach nicht mehr. Das, wenn man es einmal gelernt hat, dann geht es. Das macht Spaß, man kann so viele Sachen machen. Man hat mal ein kleines Geschenk, das man dann jemandem mitbringt. Ob es jetzt ein kleines Bild ist oder ein Anhänger an der Geburtstagskarte. Also es ist wirklich vielfältig. Wir kommen aus Abenberg und das ist halt Tradition bei uns. Und wir sind angesprochen worden, dass wieder ein Kinderkurs losgeht und ob die Tochter nicht Interesse hat. Und sie hat es gemacht, hat Freude dran gehabt und so bin ich dann auch dazu gekommen. Was Freizeitangebote angeht, ist das fränkische Seenland ganz sicher der absolute Höhepunkt Mittelfrankens. Auf dem großen Brombachsee kann man sogar Dampfer fahren. Insgesamt 20 Quadratkilometer Wasseroberfläche haben die sieben Seen des fränkischen Seenlands. Den größten See sehen wir hier. Es ist der große Brombachsee mit fast 9 Quadratkilometern. Der kleinste See ist übrigens der Dennenloher See mit gerade mal einem Fünftel Quadratkilometer. Daneben gibt es noch den kleinen Brombachsee, den Altmühlsee, den Rotsee, den Igelsbachsee sowie den Hahnenkammsee. Einer der Vorzüge des fränkischen Seenlands sind die
Gerade auch im Vergleich zu manchem oberbayerischen See, kilometerlang komplett unverbauten Ufer. Was Naturbeobachtung angeht, so ist die Vogelinsel im Altmühlsee ein sehr interessanter Ort. Genau genommen ist es nicht nur eine einzige Vogelinsel, sondern eine Ansammlung von insgesamt rund 40 kleinen Inseln. Die Vogelinsel ist ein Rückzugsgebiet für Wiesenbrüter sowie für Watt- und Wasservögel. Von einem Beobachtungsturm aus hat man einen guten Überblick. Direkt an den Altmühlsee grenzt Gunzenhausen. Unter der Erde verborgen findet man das allererste Hilfskrankenhaus, das in Deutschland gebaut wurde. Wir stehen also vor dem Grundrissplan des ehemaligen Hilfskrankenhauses. Wir haben eine umbaute Fläche von 4000 Quadratmeter. Das ist die Raumhöhe. Somit ergibt sich ein Rauminhalt von 13.800 Kubikmeter. Die Baumaßnahme 1961 geplant. 1963 auf 1964 umgesetzt, mit einem Baukosten von 3,86 Millionen D-Mark. In Betrieb war das Hilfskrankenhaus bis 1995. Wozu aber begann man in den 1960er Jahren in Deutschland Hilfskrankenhäuser zu bauen? Nun, auch wenn es heute seltsam klingen mag, für den Fall eines Atomkriegs. Das Hilfskrankenhaus in Gunzenhausen ist bis heute weitgehend voll ausgestattet. Vom Röntgenraum bis hin zu mehreren Operationssälen. Und man hat sogar noch kistenweise alte Bettwäsche, Nachthemden und andere Textilien aufbewahrt. Wir sind im Wäschelager des Krankenhauses. Für 370 Patienten waren jeweils zwei Sätze Bettwäsche eingelagert. Für Frauen, für Männer und natürlich für Kinder, für Kleinkinder. Und da wir ein deutsches Krankenhaus sind, haben wir auf Kleinigkeiten geachtet. Für die Jungs, für die Mädels. Das Gunzenhausener Hilfskrankenhaus ist eines von insgesamt 220 Hilfskrankenhäusern, die in Deutschland gebaut wurden. Wie gesagt, für den Fall eines Atomkriegs, damit Verletzte wenigstens unter der Erde versorgt werden konnten, wenn schon draußen über der Erde alles kaputt war. Eine Vorstellung, die einen schaudern lässt. I believe in you. You know you're the door to my bare soul. Zurück von Atomkriegsvisionen ins oberirdische, romantische Seenland. Hier sehen wir die idyllische Stadtmauer von Weißenburg. Die schönen Badeseen und historischen Stadtkerne ausgenommen, sehen weite Gegenden so oder so ähnlich aus, wie sie unsere Kamera hier bei einem Blick vom Spielberg bei Gunzenhausen auszeigt. Flaches Ackerland, weite Horizonte, zwischendrin mal eine Straße, bevor die Felder weitergehen.
Doch zurück zu einzigartigen Orten rund um das fränkische Seenland. Hier sind wir im Rhododendron-Park des Schlosses Dennenlohe. Es ist übrigens der größte Rhododendron-Park Süddeutschlands. Auf einer Fläche von 2 Hektar blühen hier im Frühsommer Rhododendren verschiedener Arten und Farben. Und dann ist da noch ein, nun fast könnte man sagen, Landschaftsdenkmal. Die sogenannten 12 Apostel. Ganz in der Nähe der mittelfränkischen Gemeinde Solnhofen ist diese Felsformation zu finden. Die 12 Apostel bestehen aus dolomitischem Schwammkalk. Zusammen mit anderen Felsformationen in der Nähe werden sie auch unter dem Begriff Weißer Jura zusammengefasst. In der 6000 Einwohnerstadt Winsbach ist der Winsbacher Knabenchor zu Hause. Aus Felix Mendelssohn Bartholdys Feder stammt O Tälerweit, O Höhen. Es ist in der Liedsammlung Opus 59 Nummer 3 abgespeichert und sollte vom Komponisten gewünscht im Freien gesungen werden, so wie wir das auch heute praktiziert haben. Ein Stück, das um Natur, um rausgehen in der Heimat, aus der Heimat hinaus handelt und insofern, glaube ich, ganz gut auch zu unseren fränkischen Kindern passt, die natürlich hier in Winsbach mit uns auch in die Weltgeschichte hinaus wandern und fahren. Seit den 1940er Jahren gibt es den Winsbacher Knabenchor bereits. Gegründet wurde er damals von einem ehemaligen Sänger des Dresdner Kreuzchors. Der Männerpsalm »Die Himmel erzählen die Ehre Gottes«, Psalm 84, stammt von Helmut Duffe, der extra für den Winsbacher Knabenchor diesen vierstimmigen Männerchorsatz arrangiert hat. Die Winsbacher Psalmen sind ureigen für den Winsbacher Knabenchor geschrieben, umfasst ungefähr 100 Psalmen von Emanuel Vogt und Helmut Duffe, die beide aus Winsbach gebürtig sind. In einem Chor zu singen, ist ja nicht solo zu singen und alleine auf der Bühne zu stehen, sondern eben, dass wir zusammen singen und dass wir hier auch eine Gemeinschaft erfahren, die man ja so nicht eigentlich wirklich mitbekommt. Also ich finde auch faszinierend, vor allem, dass wir extrem viel rumkommen. Ich war schon in vielen Ländern, viel im Ausland und wir haben von Deutschland schon fast alles gesehen, weil wir wirklich viel auf Achse sind, auch gelegentlich fliegen. Und das ist wirklich das Schöne, total viele verschiedene Kirchen zu sehen, auch andere Kulturen zu sehen. Ja, Menschen kennenzulernen. Man singt alles irgendwo gerne. Also
ob es jetzt irgendeine Kantate oder ein großes Oratorium ist, es hat alles seinen Reiz. Mit Orchester singen, das macht immer noch mal mehr Spaß, aber auch die kleinen Stücke haben so richtig, ja, da kann man auch so richtig was drin ausdrücken. Von der zeitlosen Harmonie des singenden Knabenchors weiter in die ewige Ruhe der Wälder. Ewig im wörtlichen Sinne. Wir sind auf dem Gelände des Ruheforsts Frankenhöhe. Hier kann man sich unter 100-jährigen Eichen begraben lassen. Der Ruheforst Frankenhöhe befindet sich in der Nähe des Ortes Leutershausen. Was aber nicht heißt, dass auch alle Begrabenen aus der Gegend kommen. Denn im Ruheforst haben auch Menschen aus anderen Teilen Frankens, Deutschlands, auch Hollands entweder schon ihre ewige Ruhe gefunden oder aber für den Fall des eigenen Todes schon mal einen geeigneten Platz ausgesucht. Baron Markus von Eyb ist zuständig für den Ruheforst Frankenhöhe. Der Ruheforst Frankenhöhe ist generell ja, ein typischer Naturfriedhof. Im Gegensatz zu klassischen Friedhöfen, die sich meiner Meinung nach durch Struktur auszeichnen, haben wir hier ein Stück Natur, was wir möglichst wenig beeinflussen und als Friedhof nutzen. Wobei sich der Friedhof optisch jetzt sogar unterordnen muss, damit wir möglichst viel Charakter und Charme des Waldes behalten können. Der Name Ruheforst ist ja ein richtiges Programm und man muss es einfach spüren, glaube ich, dass der Wald klimatisch wie seelisch sehr ausgleichend wirken kann und das ist auch die Freiheit, die man hat, hier Grabstätten zu besuchen und seinen Gedanken nachzuhängen mit sehr wenig Störungen. Also hier haben wir 3 kleine Bäume in der Lichtung gepflanzt. Und ich werde immer wieder gefragt, was ist denn eigentlich, wenn ein Grabstättenbaum eingeht durch Blitzschlag etc. Dann würden wir, wie man es hier sehen kann, einen Ersatzbaum pflanzen, einen kleinen, der neben einem alten Stock dann wahrscheinlich sich befindet und noch einen Trägerpflock daneben stellen, der die Nummern trägt. Ich finde, es hat eine ganz spannende Symbolik dadurch, dass das Alte im Leben zerfällt und dieser neue junge Baum so richtig ins Leben strotzt.